Nach unserer letzten Reise ist der Tank leer und Volker macht die Lüttehütt wieder flott. Und dann sehen wir mal, was passiert. Hallo, vielleicht habt ihr es eben an der Adresse, die ich eingegeben hatte, ins Navi erkannt. Wir sind nach Winterswijk, nach Holland gefahren. Und viele von euch werden sicher wissen, was es in Winterswijk gibt. Da gibt es so ein Geschäft mit einem großen O, wo man viel Geld ausgeben kann. Und das haben wir dann auch getan. So, ich zeig euch mal eben was von dem Krempel, den ich gekauft habe. Ein 12-Volt-Ventilator, damit es nicht ganz so heiß ist manchmal hier drin. Oder besser gesagt, heiß ist es ja trotzdem, wo die Luft wird bewegt. Und dann habe ich 2 Weißweingläser und ein Rotweinglas gekauft. Und dann waren wir so super schlau, unseren Keller nicht auszuräumen. Deswegen mussten wir meinen neuen Stuhl, den ich mir gegönnt habe, und den neuen Tisch jetzt hier hinten aufs Bett legen. Naja, werden wir nachher draußen hinstellen, damit wir dann hier auch übernachten können. Und wo wir übernachten, das zeige ich euch natürlich nachher auch noch. Aber erst für die, die immer wissen wollen, was es zu essen gibt, einen Blick in unseren Topf. So sieht's aus. So, Volker. So, Christa. Dann mit unseren neuen Pseudogläsern, von denen ich glaube, es war eine Fehlentscheidung. Die klingen richtig. Prost. Wären sie noch im Karton. Ja. Prost. Da ist das fertige Essen. Das ist Hähnchen mit getrockneten Tomatensahne, Nudeln, Brühe, Oregano und sowas alles. Und da unten drunter ist ein Teller. Und jetzt zeige ich euch schon mal kurz, wie schön der Ausblick hier aus unserem Wohnmobil ist. Dann stelle ich euch jetzt mal den schönen kleinen Campingplatz Erwe Hesselink, auf dem wir gerade sind, ganz in der Nähe von Winterswijk vor. Auf dieser abfotografierten Luftaufnahme könnt ihr schon wunderbar sehen, wie klein dieser Campingplatz ist und dass man wirklich von jedem Platz aus direkt in die Wiesen schaut. So sieht der Campingplatz von der Straße aus. Ihr seht das kleine Bauernhaus im Hintergrund. Und hier guckt man von der Straße aus auf das Schild und jetzt hier rum in den Eingangsbereich rein. Man fährt also einfach hier rein und da seht ihr schon ein paar von den Plätzen auf der linken Seite und seht, wie schön die Wiese dahinter liegt. Hier neben dem Haus, in dem ihr euch übrigens auch anmeldet, ist noch ein netter kleiner Teich, an dem man abends auch die Frösche quaken hört. Ja, und wenn man hier weitergeht, dann sieht man einen der Stellplätze. Hier steht unser Auto jetzt gerade und ihr seht, dass der Platz wirklich richtig groß ist und dass man einen wunderschönen Blick von hier aus über die Wiesen hat. In diesem Gebäude hier befinden sich die Sanitäranlagen. Wir gehen jetzt hier einfach mal in die Tür rein. Ihr seht, hier links ist eine Toilette und rechts eine Dusche. Das gleiche gibt es nochmal von der anderen Seite, seht ihr später. Hier mal ein Blick in die Dusche mit Vorraum zum Umziehen. Wenn man weiter durchgeht, gibt es Infomaterial, jede Menge zum Campingplatz und zur Umgebung und auch noch einen kleinen Aufenthaltsraum mit Sofa und sogar mit Fernseher für Tage mit schlechtem Wetter. Schnell noch ein Blick auf die wirklich sehr sauberen Toiletten und das hier ist der Bereich zum Geschirrspülen. Hier seht ihr im Hintergrund, dass hier nochmal eine Toilette und eine Dusche ist. Das ist der Bereich, wo man die Chemietoilette ausgießt. Und hier, typisch holländisch, kann man sein Fahrrad aufpumpen. Da ist extra ein Kompressor, der eingestellt ist für den Luftdruck für Fahrräder. Mülltrennung ist auch selbstverständlich. Genügend Mülleimer sind vorhanden. Ja, ich hoffe, unser kleines Video hat euch gefallen mit dem Campingplatz-Tipp in der Nähe von diesem Campingzubehör mit dem großen O. Und
Ja, wenn ihr gerne mit uns reisen möchtet, dann bleibt doch dabei, denn als nächstes, und zwar in ungefähr 14 Tagen, fahren wir wieder los auf unsere nächste Reise. Einige von euch wissen, dass wir geplant hatten, nach Rumänien zu fahren. Das wird jetzt nicht gehen, weil wir in Anführungszeichen nur 4 Wochen Zeit haben. Deswegen wird unsere Reise uns nach Polen führen. Also wer dabei sein will, bleibt dran. In ungefähr 14 Tagen geht's los und ihr werdet die entsprechenden Videos wiedersehen. Bis dann. Tschüss.